Dieses junge Forscherteam hatte etwas ganz Besonderes vor. In den Tiefen des Hot-Button-Dschungels suchten sie gezielt nach Tieren, welche exakt einmal den Buchstaben H in sich tragen. Bereits im Voraus war klar, dass nur ein Mann diese Expedition leiten konnte. Sein Name war Max Schwady. Voller Motivation machte sich das Team auf die Suche und blieb über den mobilen Fernsprecher in Kontakt. Es geht um Tiere mit genau einmal H. Hallo? Ja. Gepard, ich hab das Nilpferd. Ja, ich würde sagen Meerschweinchen. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Ja, ich muss gleich in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich dreh gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern? Was Sie mir alles für Lösungen nennen? Besonders der junge Alfred erlaubte sich den Scherz, ihn immer wieder aufs Neue zu kontaktieren. Hier ist der Alfred. Hier ist immer der Alfred. Hier ist der Alfred. Hier ist immer der Alfred. Max, mach einen Strich. Alfred war schon 13 Mal da. Alfred! Irgendwann war es zu viel. Der eigentlich seelenruhige Forscher konnte seine angestaute Wut nicht mehr zurückhalten. Ein getöpferter Partner verlor sein Leben. Zugeschlagen, Lösung bitte. Hirsch. Hirsch. Da muss ich ausflippen! Da muss ich ausflippen! Da muss ich ausflippen! Es geht nicht anders! Doch aus der Luft kam die letzte Hoffnung angeflogen. Ein vogelähnliches Tier wirft einen Schatten. Zugeschlagen, Lösung bitte. Der Habicht. Habicht, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. 3 zu 1 Lichter. Wenigstens hat Habicht ein Haar. Wenigstens hat der Anrufer das richtig gemacht. Habicht! Habicht hat 2 Haar! Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd. Genauso blöd. Die frühen 2000er waren irgendwie eine interessante Zeit. Das Fernsehen war gefühlt noch nicht tot, sondern übersät von chilligen Cartoons, geilen Anime oder auch so Sachen wie dem Yamba-Spar-Abo. Etwa zu dieser Zeit wurde ebenfalls eine weitere Sparte von Fernsehgeschichte groß, und zwar der Call-In-TV. Grob gesagt haben Sender wie 9 Live Quiz-Shows bzw. Gewinnspiele veranstaltet, bei denen die Zuschauer über einen kurzen Anruf teilnehmen konnten. Und selbst wenn ich das Ganze jetzt nicht sagen sollte, habt ihr mit Sicherheit schon mal diesen Mann hier gesehen. Max Schradin ist einer dieser Moderatoren, der aus simplen Gewinnspielen eine wahre Comedy-Goldmine gemacht hat. Auch in mein Herz hat er sich durch Videos wie dem größten TV-Ausraster der Geschichte geschlossen. Werfen wir also einen kurzen Blick in die Geschichte dieses ganz besonderen TV-Moderators. Die Geschichte beginnt im Jahr 1978 im Herzen von Europa. In der Stadt mit dem geilen Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Mit eigenem Strampler-Merchandise ausgestattet, verbrachte er seine Kindheit und Jugend vor allem in Bad Homburg innerhalb des Hochtaunuskreises. Dort entwickelte er sich stetig weiter und machte sein Abitur. Doch bereits kurze Zeit später, mit zarten 20 Jahren, sollte bereits sein erster Fernsehauftritt auf ihn warten. Darf ich vorstellen, das ist Arabella. Eine Talkshow, die den Fernsehhumor von damals eigentlich ganz gut beschreibt. Dieser war nämlich irgendwie ziemlich random. Unter anderem wurden verrückte Themen wie Hilfe, mein Pipi ist zu klein, sagen wir mal, humorvoll ausdiskutiert. Meistens gab es dabei zwei Teams, die irgendwo einen gegensätzlichen Charakter zueinander hatten. Schauen wir uns also an, welche Rolle Max eingenommen hat. Machos gegen Zicken in einem Wettkampf aufeinander losgelassen werden. Servus, ich bin der Max und heute zeigen wir den Zicken, wo der Hammer hängt. Der solariumbesuchende Max mit äußerst interessanter Frisur präsentierte uns dann seine Dating-Skills und Alpha-Expertisen. Ganz allein hier, du brauchst keinen Mann. Ja, nur wenn ein guter Mann kommt, dann nehme ich den. Wo bin ich also? Ja, ich weiß nicht, ob du ein guter Mann bist, das musst du mir erst mal beweisen. Ich bin ein sehr guter Mann. Es fängt an im Sonnenuntergang mit dir. Geht weiter über ein schönes Abendessen. Mhm. Dann treffen wir uns bei mir. Naja, also wenn ich aus meinen Lebenserfahrungen spreche, dann sind wir morgen noch nicht draußen. Hast du so viele Frauen schon gehabt? Naja, das müssen wir jetzt hier nicht auflisten, aber... Ebenfalls schwang er ein wenig das Tanzbein. Vor
ein paar Jahren hat er übrigens auch auf das Ganze reagiert. Dort distanziert er sich nochmal ganz klar von seinem Verhalten. Seid also nicht so streng mit ihm. Dass Max sich scheinbar ganz wohl vor dem breiten Publikum gefühlt hat, merkte man vielleicht auch an seinen beruflichen Zielen. Denn etwa zur selben Zeit fing er ein Studium als Schauspieler an. Dort hatte er unter anderem Spaß mit seiner russischen Schauspiellehrerin. Max, auf der Bühne brauchst du Wahrheit. Du spielst, das ist scheiße. Ich glaube nicht, wie du spielst. So ging das jeden Tag. Und hat Tricks wie diese hier gelernt. Das haben wir gelernt beim Schauspiel. Aber was kann ich heute noch? Zur Finanzierung des Studiums suchte er sich ebenfalls Jobs innerhalb der Fernsehbranche. So machte er zum Beispiel bei Arabella ein Praktikum als Warm-Upper. Also insofern Animateur und Anheizer des Publikums. Über die Jahre hat er dann auch sein Grundstudium als Schauspieler abgeschlossen und das heilige Schauspieldiplom erhalten. Vor allem die Zeit als Warm-Upper soll Max einen besonders guten Einblick in die TV-Welt gegeben haben, welche ihm seitdem scheinbar immer mehr ans Herz gewachsen ist. Mit einem Schauspieldiplom und ein wenig TV-Expertise in der Tasche setzte Max seine ersten Schritte auf der Fernsehkarriereleiter. Dabei wurde er auf ein Moderator-Casting für den Gewinnspielsender 9 Live aufmerksam, für das er sofort Feuer und Flamme wurde. Stundenlang studierte er verschiedenste Quizshows. Tag und Nacht trainierte er so hart wie möglich, um optimal vorbereitet zu sein. Eines Tages war es dann soweit. Der junge Krieger zog in den Kampf. Die gute Vorbereitung hat sich also ausgezahlt. Der gewonnene Kampf bescherte Max 3 Testsendungen, welche er als nächstes anstrebte. Aber was ist das? So sieht man sich also wieder, Herr Schrag. Da muss ich ausflippen! Da muss ich ausflippen! Glaubst du wirklich, mit so einem losen Mundwerk könntest du so weit kommen? Nimm das! Gegen jegliche Erwartung hat Max leider keinen Vertrag bei 9 Live bekommen. War die ganze Arbeit also umsonst? Scheinbar nicht, denn glücklicherweise hat ein Sender namens Sonnenklar TV den aufstrebenden Moderator aufgefangen. Hier bewarb er fortan verschiedenste Reisen und Ausflüge und konnte somit seine ersten Erfahrungen als Moderator sammeln. Leider gibt es von dieser Zeit absolut keine Aufzeichnungen mehr im Internet. Bei der Suche konnte ich allerdings diesen Jungen hier finden. Hallo, guten Tag, wir sind hier bei Sonnenklar TV und wollten Ihnen was Schönes vorschlagen. So schöne Cannabis-Liebchen plus Halter. Plus schönen Joint, 10 Gramm auftischen, weil das ist gut. Dann haben wir hier noch schöne Bob Marley-CD. Bob Marley, bitte merken. Auch wenn Bob Marley-CDs nicht unbedingt zu Max' Portfolio gehörten, machte er scheinbar so einen guten Job, dass er eines Tages folgenden Anruf bekam. Hallo Max, herzlich willkommen bei 9 Live. Durch seine gute Arbeit konnte Max Sonnenklar TV als Sprungbrett nutzen, um endlich bei dem Sender zu landen, für den er so lange gekämpft hatte. 9 Live war quasi der Inbegriff von dem angesprochenen Call-In-TV. Denn während andere Sender hin und wieder eine Quizshow oder ein Gewinnspiel veranstalteten, war das wirklich das Hauptaugenmerk des Senders. Gegen 50 Cent konnten dann die Zuschauer anrufen, mit etwas Glück durchgestellt werden und bei einer richtigen Antwort Geld gewinnen. Der Schwierigkeitsgrad variierte dabei von durchaus gut machbar. Ein Fest. Ich nehme den Affe. Der Affe. Und dann kommt raus Waffel. Herzlichen Glückwunsch zu 200 Euro und eine Kaffee und eine Küchenmaschine. Bis, schwer. Zählen Sie alle Tiere? So lautet die einfache Frage. Der vermeintliche Lösungsweg? Dubios. Es zählen rückwärts gelesene Wörter über alle Satzzeichen hinweg. Wie hier Ameise und Meise. Unten im Text findet man nach 9 Live-Interpretation 89 Tigerhaie. 151 Tiere sind ein Tier plus 51 Tiere plus 151 Tiere und noch das Wort Tiere. Insgesamt 204. Und neben einem Emu gibt's angeblich zusätzlich noch 6 davon. Weitere Aspekte wie der im tiefsten Ölbrand steckende Hotbutton, Techno-Hits von irgendwelchen No-Name-DJs oder Sounds, die deine Ohrenhaare mit Windstärke 12 verwiegen, machten dabei irgendwie den Charme des Senders aus. Was 9 Live aus heutiger Sicht noch so unterhaltsam macht, ist vermutlich die Art und Weise, wie Max mit den Anrufern interagierte. Aber um euch selbst ein Bild davon machen zu können, gibt es hier ein paar der besten 9 Live-Momente im Schnelldurchlauf. Olli, ein Wort mit Tag am Ende, bitte. Nasentag, Nasentag, Nasentag. Nase.
Nasetag. Was ist denn ein Nasentag, Leute? Wir haben das Krokodil nicht dabei. Ich versuche es zu tanzen. Siemens. Ja, hallo, Oskar. Was haben Sie für einen Beruf? Wachkippe. Was? Wachkippe. 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 Ja, hab ich verstanden. Was, der steht hinterm Bach und macht was? Die kippen oder was? Ja, steht hinterm Bach und macht die Drinks fertig. Ach, Barkeeper. Ja. Ja, hallo, hier ist der Jens aus Rastatt. Hey, Jens, alles klar? Ich freue mich, neuen Live, ich liebe euch. Ruf alle an, ganz Deutschland, ein Traum wird wahr. Frau Este, Sie dürfen nicht Ja und nicht Nein sagen, okay? Frau Este. Ja. Hier ist ja... Wissen Sie, wer hier ist? Die Stadt 9 Live. Da ist doch der Sender, wo man nie durchkommt. Ja, wissen Sie, wo Sie gelandet sind? Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Sie sind hier mitten im Puff. Was? Ja, ja. Danke. Ich verkaufe hier Frauen. Wer ist denn da? Google. Google? Jawohl. Mein Name ist Max Yahoo. Guten Abend. Penis. Nochmal Penis. Zum dritten Mal Penis. Diese Frechheit von diesem Kind, von diesem dreckigen, da blödes zugeschlagen. Lösung bitte. Glaspenis. Nervenzusammenbrüche live im Fernsehen. Wer ist am Telefon? Hier ist Ramona. Ja, ja, das denken Sie, dass da Ramona ist. Das glauben Sie. Ramona, drücken Sie mal die Raute-Taste. Und jetzt zweimal die 1. So, und jetzt legen Sie auf. Ach du Scheiße, Ramona! Gottes Willen! Oh Gott, Ramona! Freunde, wenn ich Ihnen sage, springen Sie von der Brücke! Oh! Wenn die Ramona wieder anruft, kriegst du 100 Euro von mir. So einmal die Macht und dann einmal den Teich. Also Sie haben ja das erste Wort, haben Sie ja Macht gesagt. Macht? Ja, wo ist das A? Scheiße. Bleiben Sie am Telefon! Ja, ich auch! So, Silvester, komm her! Ich brauche einen! Lehn dich hier über den Tresen! Du kriegst jetzt von hinten von mir einen auf den Arsch! Lehn dich hier drüber! So, Freund, wie heißt du? Patrick! Wie gut bist du in Mathe? Was? Wie heißt deine Mathelehrerin? Massage. Frau Massage? Ja. Ich kenne sie, die Frau Massage. Ja. Und die hat mir gesagt, du hast letztes Mal deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich mal so hin. Ja. Stell dich mal so hin! Was musst du denn machen? Das hat Ramona gesagt! Was muss man? Ja, Ramona hat's gesagt! Hat sie gesagt, kann ich sie für! Hallo. Wer ist denn da? Harald. Harald. Harald, wie alt bist du? 45. So, jetzt drücken Sie mal die 110. Polizeipräsidial Bayern, guten Tag. Ach, Entschuldigung. Ja, jetzt sind Sie bei der Kriminalpolizei. Warten Sie mal, drücken Sie mal die Sterntaste, damit Sie in den Fernsehen landen. Bei seinem neuen Sender fühlte sich Max immer wohler und wurde sogar zum Lieblingsmoderator vieler Zuschauer. Doch hin und wieder litt er nachts unter schweren Albträumen. Darf ich vorstellen, das sind die Grüngnome. Eine Forumsgruppe gegründet von Morg von Org, auch bekannt als Mark Döhler. Diese kämpften für ein faireres Call-In-TV und haben die Zuschauer über die Missstände und Gewinnchancen von Sendern wie 9 Live informiert. Rund um diesen gab es nämlich einige Kontroversen, vor allem was die Transparenz anging. So soll es laut den Landesmedienanstalten irreführende Aussagen gegeben haben, Informationen vermutlich in Bezug auf die Spiele sollen gefehlt haben und der Zuschauer soll unter Zeitdruck gesetzt worden sein. Die Grünen Gnome zeichneten damals Stunden an Sendungen auf, um Kritikvideos über genau solche Fälle zu produzieren. Teilweise sind sie also der Grund dafür, wieso wir heute noch diese legendären Videos sehen können. Als Krieger wusste Max natürlich ganz genau, dass man sich den bösen Geistern stellen muss, um seine Albträume zu beenden. So zog er gegen 3 von ihnen in die Schlacht. In einer Nachtsendung frontet Max einen Moderator von Call Active, einem konkurrierenden Call-In-Sender, in dem er Folgendes sagt. Ja, schon, ich habe schon fast so eine Frisur wie der, wie dieser wahnsinnig Irre da bei Express da. Macht mir schon ein bisschen Angst hier, wenn ich den nachts sehe. Diesem Express da, wie heißt der denn da? Dieser Pädophile. Der blonde Pädophile da, wie heißt der denn? Auf jeden Fall ist der nicht mehr ganz dicht. Darauf ist eine Art Shitstorm ausgebrochen, weswegen Max sich öffentlich rechtfertigte. Dort meinte er, dass er überhaupt nicht wusste, was der Fachausdruck Pädophil heißt und diesen eigentlich mit Adophil verwechselt hat. Dieser Begriff ist allerdings nirgendwo im Internet zu finden, außer eben in den News zu seiner Rechtfertigung. 9 Live hat sich von den Aussagen distanziert und Max verbal, also insofern inoffiziell entlassen. Kurze Zeit später hat er dann wieder bei 9 Live moderiert. Thank you.
das Möbeland Hochtaunus, ein prunkvoller Konkurrent des schwedischen Hotdog-Ladens, mit dem Ziel, dir deine Traumeinrichtung zu schenken. So bestellte sich auch Max eines Tages ein paar Möbel und erzählte uns live von seinen Erfahrungen. Liebe Zuschauer, wenn Sie aus dem Hochtaunus-Kreis kommen, gehen Sie um Himmels Willen nicht zum Möbelland Hochtaunus. Um Gottes Willen, kaufen Sie überall, nur nicht im Möbelland Hochtaunus, weil ich ein halbes Jahr auf meine Möbel gewartet habe und weil sie mir dann nach einem halben Jahr kaputte Möbel geliefert haben und dann nochmal 2 Monate warten musste. Ja, so. Und ich soll den vollen Preis bezahlen. Und da habe ich keine Lust drauf und ich wollte ihn umsonst haben. So. Ein Tag später musste er sich dann entschuldigen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, gestern Abend in meiner Sendung gab es eine Situation, wo Sätze gefallen sind, die völlig inakzeptabel sind und völlig unprofessionell. Und an dieser Stelle möchte ich gerne das Möbelland Hochtaunus ansprechen und ich möchte gerne an dieser Stelle mich in aller Öffentlichkeit förmlichst bei Ihnen entschuldigen. Es war spät, es war eine Live-Sendung und manchmal bin ich da ein bisschen flapsig. Ich werde an mir arbeiten. Heutzutage scheint Max sogar recht zufrieden mit dem Möbelland zu sein. Von daher ein Happy End. Du sprichst das Thema gar nicht an. Kriegst du Ärger, wenn du Möbelland Hochtaunus sprichst? Überhaupt nicht. Habe ich neulich erst wieder gekauft. Hast du gemacht? War ich 10 Jahre lang nicht da bei Möbelland. Und dann bin ich irgendwann hingegangen, habe komplette Einrichtung gekauft. Für 20.000. Ende 2008 sollten Zuschauer Begriffe nennen, welche auf Licht enden. Bereits erraten wurden Bremslicht, Blitzlicht, Blaulicht, Rotlicht. Dauergewinner Nils kennt sich natürlich aus und liefert eine besonders schwierige Antwort, die daher auch potenziell viel Geld einspielen kann. Ich habe einen etwas schwierigeren Begriff. Ich sehr gerne. Das Stearinlicht. Das Stearinlicht kann natürlich dabei sein. Bestimmte Kerzenart. Okay, jetzt ist die Frage, Regie, ist das dabei oder nicht? Also, ganz ehrlich, ich habe hier keine Zeit, jetzt diese Faxen damit zu machen. Die Regie sagt überhaupt nichts. Max bekommt einfach keine Antwort von der Regie und kann daher auch nicht wissen, ob der Begriff richtig oder falsch ist. Doch irgendwann gibt die Regie nach und Max verkündet, dass das Stearinlicht nicht dabei ist. Was habe ich dir geboten? 4.000. 4.000 ist nicht dabei. Aber jetzt passt auf. Anstatt die Begriffe nach dem Spiel sofort aufzulösen, verschwand das Plakat rein zufällig einige Zeit auf dem Boden, um ein anderes Spiel zu spielen. Bye, have a great time. Bei der Auflösung war das Stearinlicht dann nicht dabei. Einige Zeit später deutet vieles darauf hin, dass das Plakat tatsächlich manipuliert wurde. In einem offenen Brief bedauert 9Live nämlich ein gravierendes Fehlverhalten, welches sich Ende 2008 ereignete. Als Konsequenz wurden 2 Mitarbeiter entlassen, ebenfalls kam kein Anrufer zu Schaden. Nils hat also vermutlich sein Geld bekommen. Aufgrund von hoher Nachfrage hat Max die Geschichte ebenfalls einige Jahre später bestätigt. Und es war wurde falsch gegeben und die Lösung stand aber drunter und das wusste ich aber nicht und ich stand da in diesem Live-Set und keiner hat mir irgendwas aufs Ohr gesagt und dann wollten sie dann irgendwie vertuschen, dass da die richtige Lösung drunter war. Ich habe da nicht einmal mitgewirkt, nicht einmal, sondern ich war just zu diesem Zeitpunkt eben Moderator gewesen von dieser Sendung. Da gab es dann eine Stellungnahme vom Sender, dass das eine Einzelperson so entschieden hat. Zu dieser Rubrik irgendwie die passenden Worte zu finden, ist mir relativ schwierig gefallen, aber fangen wir mal so an. Schaut man sich die Kommentare unter den 9Live-Clips oder auch unter seinen eigenen Videos an, kann man so ein gewisses Muster erkennen. Die einen feiern Max als Entertainer und die anderen rechnen ihm immer noch negativ an, bei 9Live gearbeitet zu haben. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die zuvor genannten Kontroversen. Hervorgehoben werden nämlich vor allem diese shady Antworten wie der Stirnlappen-Basilisk, die von den Moderatoren als einfach und gut lösbar bezeichnet wurden, oder Spiele, auf deren Lösung ein Normalsterblicher gefühlt nicht kommen kann. Eben dieses recht manipulative und irreführende von damals. Dass 9Live kein Weihnachtsmann war, der nur einen Haufen Geld zu verschenken hatte, sondern natürlich auch das Ziel hatte, selber Gewinne einzuspielen, sollte den meisten, denke ich, klar sein. Dennoch ist die Art und Weise, wie versucht wurde, Gewinne zu maximieren, in meinen Augen ein berechtigter Kritikpunkt. Heutzutage geht Max in meinen Augen recht reflektiert und fair mit dem Thema um. Ich kann euch da zum Beispiel so einen 9Live Real Talk von ihm empfehlen, wo er so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gibt. Dort betont er nochmal ganz klar, dass man einige Momente auf jeden Fall nicht schönreden kann und er das Ganze so in der Form heutzutage auch nicht mehr machen würde. Am 31. Mai 2011 wurde recht überraschend bekannt gegeben, dass 9Live den Call-In-Betrieb völlig einstellen wird. Später soll der Sender sogar endgültig von den Bildflächen verschwinden. 9Live hatte sich dabei nicht nehmen lassen, eine letzte epische Sendung auszustrahlen.
Dort gab es nochmal ordentlich Gewinne und man hat einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Das war übrigens auch der Tag, an dem die beiden Dauergewinner eingeladen wurden. Also ihr merkt vermutlich, ich bin großer Alfred-Fan. Servus, hier ist der Alfred. Und naja, jetzt wo Neu Live weg war, musste Max sich natürlich auch ein paar Alternativen suchen, wofür er mehrere kleine Stops einlegte. 2012 moderierte er das Radio Fortuna und hatte eine eigene Sendung namens Max am Morgen. Und Sie sind zurück bei Max am Morgen. Unser Praktikant Sebastian ist verschollen auf der Polizeishow. Was gibt's Neues? Was kannst du berichten? Sind Sie jetzt schon live drauf? Selbstverständlich. Herrgott, sag mal, wie bescheuert bist du denn? Pass mal auf, ich steck dich zur FFH. Ja, die können so Praktikanten wie dich gerade gebrauchen. Nach wenigen Sendungen wurde das Ganze leider eingestellt. Der beliebte Teleshopping-Sender verkauft mittlerweile fast mehrere Jahrzehnte verschiedenste Gegenstände wie Roller. Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier. Oder auch Kochdeckel. Wir haben nämlich einen Edelstahlrand außen drumherum. Das erhöht natürlich die Bruchfestigkeit. Nun kam auch Max als Anwerber dazu. Gewinnspielsendungen waren nach 9 Live natürlich nicht gänzlich verschollen und ein erfahrener Moderator wie Max bot sich bei sowas natürlich hervorragend an. So moderierte er zum Beispiel das große Autoquiz bei Sport 1. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen Samstagabend. Hier ist das große Sport 1 Autoquiz. Und bei Sport 1 sollte Max dann auch einem alten Bekannten begegnen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an Dauergewinner Jens aus Rastatt erinnern. Wie der Zufall es so will, haben Max und Knossi sich Jahre nach 9 Live bei Sport 1 kennengelernt, da beide dort gearbeitet haben. Und naja, auf der Sport 1 Weihnachtsfeier gab Knossi ihm dann mehr oder weniger den ersten Einblick in die Welt des Streamings. Live bei Sport 1 heute Weihnachtsfeier. Ich gehe mal rüber zu Max Schradin. Ich zeig ihm heute mal, wie Facebook Live funktioniert. Pass auf, jetzt kommen lauter Zuschauer hinzu normalerweise, wenn der Empfang gut ist. Jetzt sind schon 5 Leute da. 5 Leute? Ja, ja. Wie heißen die Leute? Leute, es ist so witzig, dass Max Schradin kein Facebook Live kennt. Jetzt können Leute hier mit uns schreiben. Achtung, ja. Es werden immer mehr jetzt. Ja, immer mehr. Ganz Deutschland muss jetzt hier ans Telefon sein schon. Anfangs war Max noch nicht so überzeugt von dem Ganzen, doch irgendwann, als YouTube und Twitch immer allgegenwärtiger wurden, wagte er den Schritt mit dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit im Leben. Und so entstand der Twitch-Kanal Maximal Schradin. Dort reagiert er unter anderem auf alte Videos von sich. Zockt Spiele. Ja. Schieß doch, verfickte Scheiße, in diesen Luftballon rein! Oder veranstaltet Quizshows, bei denen die Zuschauer über Discord teilnehmen können. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, was Ungewöhnliches, die Heuschrecke. Wie viele Haas hat Heuschrecke? Eigentlich eine echt geile Idee, um das Unterhaltsame von damals fortzuführen, ohne die verbundenen Kosten. Auch im Real Life ist er auf Messen wie der Gamescom unterwegs und ja, dort durfte ich ihn tatsächlich auch mal treffen. Hallo Max! Hallo! Grüße dich! Ja, ja, selber! Hallo! Ah ja, ich bin die Frau Massasch! Frau Massasch? Ja klar! Frau wie nochmal? Massasch! Frau Massasch! Hallo, ich bin der Tom. Hallo Tom. I looks like a pig. Nein, nein, ihr doch nicht! Ah. Ihr, weg! Später erst! Okay. Husch, husch! Auf Social Media konnte sich Max mittlerweile einen ziemlich großen Namen machen. Neben eigenem Merchandise bis hin zu super viralen TikToks moderiert er zum Beispiel auch Events von großen Streamern, einfach weil er ein guter Entertainer ist. Was kann man nun abschließend dazu sagen? Ich denke, alleine die Vielzahl an legendären Clips und auch das bestehende Interesse an ihm zeigt ganz gut, dass er das Fernsehen, aber irgendwo auch die Internetwelt ein wenig geprägt hat. Egal, ob man 9 Live damals selber miterlebt hat oder ihn erst kürzlich auf TikTok kennengelernt hat, für viele ist Max einfach ein Teil von diesem deutschen Meme-Kulturgut, wenn man das so sagen kann. Denn neben Walter Frosch oder auch diesem Michi mit dem Bierkasten kann man halt problemlos Habicht H2H oder auch Bachkippe einordnen. Zumindest in meinen Augen. Ich hatte in der Vergangenheit und auch beim Erstellen dieses Videos unfassbar viel Spaß mit Max TV-Auftritten und bin auf jeden Fall auch sehr dankbar für die Unterhaltung. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen: Weg! Später erst! Husch, husch!